und damit herzlich willkommen zum nächsten Reagieren-Video. Tourette übernimmt das Studio bei KISS FM. Und ja, irgendwann, ich sehe schon kommen, Gewitter im Kopf übernehmen bald alles. Die werden auch bald in Deutschland eine Partei aufmachen, die Gewitter im Kopf-Partei. Und die werden so viel Prozente bekommen, dass die irgendwann die CDU überholen. Oder die FPD, gibt's die überhaupt noch? Haha, die gibt's doch gar nicht mehr. Wer kennt noch die FPD? Ich würde Jan definitiv fürs Kanzleramt vorschlagen. Wäre doch was, ne? Wir sind da. Einbruch! Einbruch! Das wäre halt so geil, wenn so ein Einbrecher vorher sich so anmelden würde. Gab's sogar mal bei den dümmsten Einbrechern der Welt, aber das war so eine amerikanische Serie. Da war wirklich ein Einbrecher, der hat einen Brief vorher geschrieben, dass er die Leute zwei Tage später, also am Wochenende ausrauben möchte, und die sollten doch bitte, wenn sie am Wochenende nicht da sind, nicht zu Hause sind, sollten sie doch bitte die Tür und sowas auflassen. Ich fand das so geil. Stellt euch mal vor, jemand meldet sich zum Einbrechen an und fragt euch noch übelst lieb so einen Brief, yo, könnt ihr bitte die Tür für mich auflassen? Ah, das wäre so geil. Genau. Jan, was erhoffst du dir? Gutes Video, eine lustige, schöne Zeit. Echt, die hat im Kopf? Wir waren so lange nicht mehr hier, das ist genau ein Jahr alt her. Ja, es ist genau 12 Monate her, was sich seitdem verändert hat. Aber ich habe das gleiche dahinter wie beim letzten Mal. Hallo. Hi, hi. Kaffee oder sowas? Halt, Getränke stehen auch. Ich bin da. Anni, Radio ist im Kopf. Achso, liebe. Da brülle ich mal direkt rein. Ja, das finde ich super. Genau in der gleichen Pose hast du beim letzten Mal auch da gesessen. Echt jetzt? Ja, genau so mit dem Hintergrund. So krass. Ich kenne das Interview noch vor einem Jahr. Das ist allererste. Das ist so unfassbar krass, wie die Jungs sich entwickelt haben nach einem Jahr. Was aus denen natürlich auch geworden ist, ne? Also, was ist bei mir nach einem Jahr geworden? Ich bin fetter geworden und das war's. Achso, und ich bin noch Single zusätzlich geworden, also ein bisschen was hat sich ja bei mir auch verändert. Also die Kamera, ja, da hab ich Bild gemacht. Alles gut, hi. Ich habe richtige Flashbacks irgendwie. Hi. Hallo, Florian. Hi, Florian. Corona. Hallo, ich bin Hitler. Ah, hi. Hi. Müsst ihr euch jetzt irgendwie so Corona-Begrüßungen einfallen lassen, ey, ohne Mist? Gibt's bald irgendwie eine eigene CDU-Begrüßung, wenn man irgendwie bei der CDU Mitglied ist? Digger! Oder so? Wie machen die Älteren das mit dem Rollator? Heben die dann Rollator hoch und treffen sich gegenseitig unten mit den Füßen oder was? Kann man sich nicht einfach jetzt in der Zeit einfach begrüßen, einfach hingehen, hallo? Ich bin der Günther, ich komme jetzt öfters hierher. Verpissen Sie sich bitte von meinem Studio. So eine ganz normale Begrüßung, muss jetzt irgendwie jeder sich eine eigene Begrüßung? Was werden jetzt meine Corona-Begrüßungen? Hi, wie geht's euch? Das wäre meine. Alles gut bei dir. Ich vielleicht mal yes, wir freuen uns voll. Wir werden morgens mit dem Bus geholt. Mit dem Bus geholt. Hallo. Hallo, die Nina ist gerade nackt. Bitte stör uns jetzt nicht. Ganz natürliche Bewegungen. Mach's gut, ich kümmere mich jetzt um die Lalas. Na, kann ich auf meinen Schuhen die machen, das mache ich ein, zwei Mal, dann knacken wir sie, die Lalas. Vor allem ist bei meinem Freund und du so, Nina ist gerade nackt. Wow, okay. Vielleicht kommt der bei Kick zu mir und sponsert mir einen Gaming-Stuhl für 10 Cent, weil der Stuhl ist halt ein Stuhl. Aber ja, ich wollte mir eh irgendwann meinen Gaming-Stuhl holen, aber gebe gerade momentan mein ganzes Geld irgendwie eher so für Energies-Spiele und so einen Scheiß aus. Für unnützes Zeug. Ja, mal gucken. Ich hole mir vielleicht mal nächsten Monat, werde ich mal gucken, dass ich mir vielleicht mal einen Stuhl hole. Das mal ganz kurz. Ich schalte jetzt das Radio ein. Geht nicht. Doch, ich schaff das. Wo ist das? Hacker-Skill. Auf dem Weg.
Nein! Gisela ist schon wieder hyped, habe ich so. Wo ist das? Ja, mach es an! Ja! Aber stellt euch mal vor, ihr hört gerade so die Sendung an, kommt so ein Lied und auf einmal unterbricht das Lied und auf einmal. Alter, ich würde beim Autofahren so einen Schock bekommen, dass ich erstmal gegen die Leitplanke fahren würde. Ja! Was machst du, Mann? Mach das aus! Mach das aus, das Copyright-Musik! Wenn der Jan weiß nicht mal wo. Ja, ja, das wäre doch mal eine nette Begrüßung. Guck mal, das ist doch eine nette Begrüßung heutzutage, gerade in der Corona-Krise. Da weiß man direkt, okay, hier fühlt man sich, bei den Typen fühlt man sich aufgehoben, der ist ziemlich lieb zu mir. Und vor allen Dingen bei so einer Begrüßung halten die Leute Abstand vor dir. Macht euch mal Gedanken. Gut. Da sind wir wieder. Ich freue mich total, denn es ist ja tatsächlich ein Jahr her, dass ihr hier wart. Ja. Gewitter im Kopf in der Morning Show. Hallo. Hi. Ziemlich genau 5 Monate, wo wir das letzte Mal hier waren. Ne? Und da war es eine ganze Woche. Heute leider nur ein Morgen. Ja, leider. Genau. Mann. Eine Live-Aufzeichnung. Zeichnung. Ich fand das richtig lustig. Ja. Ich finde es auch cool. Das war wie so ein Praktikum. Ja, ja. Scheiße. Das können wir aber gerne nochmal machen, weil wir haben ja jetzt dieses Tourette-Praktikumsformat gestartet. Ja, können wir machen. Das war eigentlich vor allem, weil ich bin demnächst auch alleine, Mo geht in Elternzeit. Ach, ist ja schwanger. Ja. Ah. Sieht man doch, oder nicht? Ja. Ja, eigentlich mit der Position, ist mir aufgefallen, ich bin größer als du, dann sieht man dich wahrscheinlich nicht mehr. Das stimmt. Warum bist du eigentlich so groß? Ja, Entschuldigung, soll ich einfach weggehen? Geh! Kiss of Famous, Morning Show. Nina und Big Mo. Beziehungsweise, den habe ich einfach ersetzt. Und die Jungs von Gewitter im Kopf am Start. Hallo. Hi. Ein super Erfolg. Ich frage mich so gerade Gewitter im Kopf, ob die auch außerhalb bekannt sind, weil damals, wo Kronk, der ist ja immer noch der Papa von YouTube, aber wenn man zum Beispiel mal, außer jetzt meine Oma, ich habe irgendwie meine Oma dazu gebracht, dass sie sowas übelst gerne guckt, und das machen ja heutzutage echt viele Jugendliche, die sagen, komm, guckt euch das mal an, anstatt Familienbrennpunkt, guckt euch mal das hier an. Ich frage mich, ob so ein, weil bei mir war das damals zum Beispiel so, wenn man draußen irgendjemand gesagt hat, hier, kennst du Pete Smith, da kam erstmal die erste Frage, was ist YouTube oder was ist Internet, ne, ist kein Witz, solche Fragen kommen, was ist YouTube, kenne ich nicht, ich habe schon mal davon gehört, und dann ist die Frage ja schon geklärt, kennst du Pete Smith oder kennst du Kronk? Aber ich glaube, heutzutage hat sich das schon ganz schön gedreht, vor allen Dingen auch, weil Jan Böhmermann hier und da mal über YouTuber redet, die Zeitungen über YouTuber reden. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man jetzt, wenn man draußen rumläuft, stell mir das gerade im Altenheim vor, alle gucken so Gewitter im Kopf. Das wäre so geil. Wo ich damals im Altenheim gearbeitet habe und wo die dann ihre Fernsehrunde da immer hatten. Hat man sich ja mal dazugesellt und hat so ein bisschen über alte Zeiten gesprochen, was ich immer sehr interessant fand. Aber stelle ich mir so geil vor, ey, wir gucken heute kein WDR, wir gucken heute Gewitter am Kopf oder Monte. Gleicher YouTube-Kanal. Vor genau einem Jahr haben wir eine ganze Woche lang die Morningshow zusammen gemacht. Und ich freue mich total, dass ihr wieder da seid. Genau, oh, geil, ja. Ja, jetzt sofort. Mach mir den Strohhalm, Baby, ja. Vielleicht noch mal ganz kurz erklärt an dieser Stelle. Jan hat... Der hat ADHS, der hat Knall. Er hat vielleicht einen Knall, aber einen sehr, sehr, sehr charmanten, finde ich. Genau. Und du hast vor allem das Tourette-Syndrom. Genau, also für alle Leute, die noch nichts von uns gehört haben, ich habe das Tourette-Syndrom, und das äußert sich bei mir also durch vor allem durch verbale Ticks, die sich halt in schockierenden und beleidigenden Dingen äußern können. Kannst unter du das den Geräuschen. Mikro ein bisschen in meinen Hörern? Nein, das kann motorisch. Ich nicht. Direkt vor dem Mund quasi. Ich tue es auch in meinen Mund. Boah, krass, Gisela so als Chefin. Gisela als Chefin. Darf ich gehen? Ich arbeite heute doch schon 16 Stunden. Nein, das kannst du nicht. Du machst jetzt weiter. Genau, und deswegen brülle ich manchmal komische Sachen da rein. Hallo Hitler. Oh, oh, jetzt habt ihr Stress mit dem Jugendschutz. nur weil du dich nicht selber hörst, du musst relativ nah dran gehen, weil sonst hört man dich nicht so gut. Genau. Hallo? Super. Hallo? Genau so. Perfekt. Hi. Also, wer was machst du hier? Vielleicht hat ja Gisela heute auch noch Songwünsche. Ich bin sehr gespannt. Erika.
Jan, du liebst tatsächlich den Winter, dir ist immer zu warm. Das stimmt, ich bin wenn ich das schon sehe, eher auf Winter und Herbst. Aber gar nicht Weihnachten, komischerweise. Weihnachten mag ich wiederum auch nicht so gerne. Also ich bin bei uns im Dreck Sommer. Jan ist einfach also alles, was much. Irgendwie positiv ist, finde ich ganz scheiße. So. Also bloß kein Weihnachten, kein Sommer. Ja. Ja. Ja, ja film also mich, Baby. Ja. Ja. Also, ja. Gut, ich habe mich heute vorhin so, dass dein Gesicht früh rasiert. Baby ist. Aber ich will doch mal... Arschloch. Ich will mein Gesicht doch. Hallo. Ja, du kleines Speckfitter. Weißt du was, Nina? Seit dem letzten Besuch hat er zugenommen. Ja, aber du. Aber du. Ich auch. Wir haben ich auch. Ja, Corona ist halt auch schuld, ne? Echt? Also ich habe vorher schon zugenommen. Momentan, wenn ich koche, besteht das daraus, die Bestell-App auf meinem Handy zu öffnen. Oh, Scheiße. Oh, Kim Kardashian verarme. Was ist eigentlich ihre Funktion hier? Niemand weiß das. Niemand weiß das. Ist das die Influencer-Schlampe? Bitte? Wir sind ja unter uns. Ha, nice. Ich wurde gerade gefragt, was deine Aufgabe hier ist. Die Kiss FM Morning Show mit Nina, Big Mo und Special Guests. Hello. Hi. Gewitter im Kopf. Hallo. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Morgen Sonnenschein. Die Gedanken sind verloren. Guten Morgen, Sonnenschwein. Gisela beeindruckt mich, weil sie kann in zwei Stimmen singen. Ja, das stimmt. Das ist krass, oder? Ja, stimmt. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Die kann übelst hoch, aber auch übelst tief singen. In Split. Du alte Dirne. Richtige mittelalter Beleidigung werden hier ausgepackt. Das kommt aber in letzter Zeit richtig häufig durch. Dirne? Oder die, das Dirne. Mittelalter? Nee, der Begriff Dirne. Okay. Mega geil. Macht doch nicht immer Fotos da hinten im Hintergrund. Ich trink zuerst. Nein, ich trink zuerst. Geh zurück an deinen Platz, du Arschmaus. Das hast du kaputt gemacht. Die ist von alleine runtergefallen. Die hatte keinen Bock mehr. Die Kiste wäre mal... Walla, nein. Er ist einfach wieder ohne Beise. Ich mach das, ich regel das. Ja. Hier? Ja, können wir auch machen. Oder hier, hören einfach. Von unten? Also willst du mich zerstören? Ja, von unten ist nicht so geil. Ne? Zum Thema von unten zeige ich dir mal ein Foto, was am Wochenende mein Freund von mir gemacht hat. Ach du Scheiße. Ich hab gesagt, nee, achte, alle weggucken. Guck sie weg. Die Kiss FM Morning Show. Mit Nina Big Mo. Normalerweise heute mit Gewitter im Call. Hallo. Die Hallo. YouTuber. Hallo. Jan und Tim. Und natürlich Jans Tourette Gisela immer dabei. Ja. Er hat keinen Abschluss und macht trotzdem seine Scheinchen. Das sind immer so Songs, ich kenne die nicht. Du hörst mich im Radio. Du Kulturbanause. So, doch, ich. Ach, du Kulturbanause. Die sind da draußen nicht. Die sitzen da nur und rauchen. Ja, ja, das ist ja fast wie bei den Beamten. Ich mache jetzt mal eine Raucherpause, ich sehe dich in zwei Stunden wieder. Ich höre sonst immer so richtig spezielle Lieder, die, glaube ich, nicht geeignet sind fürs Radio. Das hatten wir letztes Jahr schon das Thema. Ist das eigentlich bei euch auch so auf Arbeit, was eigentlich voll ungerecht ist, dass die Raucher irgendwie mehr Dings bekommen, also mehr Pausen bekommen. Die Raucher dürfen bei uns gefühlt immer in der Pause sein. Also von 8 Stunden meistens arbeitet man effektiv 2 und der Rest ist man rauchen, aber die ganzen Nichtraucher, die dürfen natürlich nicht raus. Die gehen dann dafür lieber irgendwie jede halbe Stunde auf Toilette. Pinch asozial geht das wird noch also gehen. Kommt drauf an, welcher Song. Wir haben letztens Abfahrt gespielt. Ey, Fotze, zeig deinen Arsch! Pinch asozial auf Weiberjagd! Das geht, glaube ich, nicht fürs Radio, oder? Das Abfahrt würde gehen. Nicht mehr, die Kiste bei Morning Shows an mit Nina Big Mo normalerweise, aber heute mit den Jungs von Gewitter im Kopf. Guten endlich mal wieder Morgen! Letztes Hallo. Jahr eine ganze Woche die Morning Show zusammen gemacht, heute wenigstens einen ganzen Morgen. Und natürlich Jans Tourette Gisela immer dabei. Also nicht wundern, ich bin heute auch hier und da mal die Kackmaus, das ist okay. Gisela hat mir diesen Namen gegeben. Ab und an schon mal einige Leute. Ich dachte, ich wäre einzigartig. Du bist nicht einzigartig. Hallo, das ist unser Manager, der fickt Mütter. Da kam der Verrückte raus. Ich bin noch keine Mutter. Die wirft nicht so schnell wie die Baby. Wer ist denn die Baby? Ach, Judas Wells. Okay, gut, wusste ich jetzt aber auch nicht, aber war ja was. Die Kiss FM Morning Show mit Nina und Tim. Hello everybody! Put your hands up, put your hands up. Gewitter im Kopf in der Haus, die YouTuber Jan, Tim und Jans Tourette Gisela. Ha, das mit dem Wasser ist ärgerlich, oder? So, ich muss mich schnell abhalten. Das mit dem Wasser ist ärgerlich, es ist noch gar nichts passiert, wenn das sagt die Gisela schon vorneweg. Die kündigt echt alles an. Also Gisela
tut mir leid, aber wenn du mal eine Karriere als Verbrecherin irgendwie mal starten wolltest, wenn du alles ankündigst, ne, das geht so nie. Das ist was ärgerlich, ist noch gar nichts passiert. Ups! Bevor er Wasser ins Pult kippt hier. Oh, das ist ja aber so blöd, gerade in der Live-Übertragung. Ja. Yeah! Yeah! Beachte mich! Beachte mich! Das macht er nicht. Da hab ich den Popschutz abgelegt. Ich bin ja so geil, wenn Kieselheim was sowas androht, ey. Das ist auch nicht asozial. Diggis FM Morning Show ist an mit Nina und... Biggidi-Biggidi-Biggidi-Big-Mo! Oh, normalerweise, aber heute übernehmen den Job hier einfach mal Gewitter im Kopf. Ich hab mich gerade eingewurstet. Das ist schon das dritte Mal heute. Wow. Und wir haben noch so früh. Ja, wir haben erst die Morning Show. Ja, wir haben erst 7 Uhr und du fängst jetzt schon an, dich da einzurosten. Ich hab gerade eingewusst. Wärst du mal im Hotel gegangen. Ich versprühe ihn durch die Welt, wie Sprühdurchfall. Boah, was ne Marke. Jan und Tim und Jans Tourette Gisela heute wieder da. Das Beste kommt zum Schluss. Ja. Oh Gott, Gisela ist heute auf jeden Fall wieder richtig on fire. Und der Liter im Kopf Musik, jetzt auf Spotify. Gönnt euch den neuen Song Krieger. Das ist live auf Kiss FM. Sehr guter Teaser. Erzählt mal ganz kurz. Stopp, die Kamera muss neu angemacht werden. Du rappst? Ja. Und du rappst und ich strippe. Jan singt. Oh. Und ja. Gisela strippt. Das hat mich jetzt gekillt. Das hat mich jetzt. Der Teaser fürs nächste Video hat mich jetzt so gekillt, ey. Oh, das sieht sehr heiß geil aus. Geil! Gisela holt alles raus hier gerade. If your age is on the clock, be ready for my cock. Oh, das ist aber der falsche YouTuber. Hallo, hallo Freunde der gepflegten Alleinunterhaltung. Wir ballern hallo, euch mit geiler Musik zu. Ach, schön. Ach nee, das war wieder ein sehr, 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 sehr geiles Video. Und der Teaser verspricht schon extrem viel. Ich frage mich auch die ganze Zeit, das ist ja keine Live-Show, ne? Die nehmen das ja auf. Ich frage mich so die ganze Zeit, wie oft die das aufnehmen mussten. Oder schneiden die dann einfach am Ende? Das kann natürlich auch sein. Einfach komplett aufnehmen und dann einfach am Ende cutten. Oder ist das eine Live-Show? Das ist doch keine Live-Show. Das wird aufgenommen und wird dann eine Woche später dann übertragen. War das nicht so damals auch so? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hab Demenz. Ja. Wie schon gesagt, den zwei Jungs gönne ich das auch. Also, immer noch alles Glück der Welt. Die haben es mehr als verdient. Genau wie Kronk und viele andere YouTuber das verdient haben. Wenn man seiner Schiene treu bleibt, wenn man seinem Content treu bleibt und wenn man vor allen Dingen auch seinen Zuschauern treu bleibt, was ich natürlich auch versuche, immer, sobald, also ihr könnt mich anschreiben, ihr könnt fragen wegen einer neuen Videoidee, ich möchte ja den Kanal nicht alleine aufbauen, sondern mit euch zusammen da draußen, soll ja ein Community-Kanal werden, sprich, wo ihr was mit zu sagen habt, nicht nur ich und ja. Bleibt einfach eurer Schiene treu, euren Träumen treu, jetzt abgesehen mal von YouTube und sowas. Und wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und immer schön Kompost essen. Immer schön Kompost essen, das ist sehr gesund. Ciao.